mein Gesicht fühlt sich so unnormal schön an. Deswegen hatte ich mich auch entschieden, auf jeden Fall euch das hier vorzustellen. Gana boy say, he want my mio. I hope say, sabi kuku wache. Hope your love goes sweet past the shit. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr gelesen habt, testen wir heute gemeinsam ein neues Produkt. Und zwar handelt es sich dabei um dieses Produkt, das nennt sich Vita Yes. Die Verpackung sieht so hier aus. Total schön. Ihr wisst ja, ich bin besessen von Gold und ich finde das so richtig schön. Das ist so eine schöne, hochwertige Verpackung. Und genau, ich habe hier auch noch so ein Eiserum. Das habe ich schon ausgepackt. Das kam in dieser Verpackung hier. Ja, und zwar wurde mir das Ganze von Vita jetzt zugesendet. Ich danke noch einmal Vita jetzt zusenden der Produkte. Auch wenn das Ganze mir zugesendet wurde, Leute, wisst ihr ja, ihr kennt mich. Ich sag nichts als die Wahrheit und nur die Wahrheit. So war ich lebe. Ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Ich habe das Produkt schon vor einer Woche erhalten und ich habe es auch schon getestet gehabt, Leute. Hier werden wir jetzt gemeinsam, also ich erzähle euch nur so die Vorteile und stelle euch das jetzt mehr oder weniger vor, weil ich bin positiv überrascht davon. Und ja, wenn euch solche Videos gefallen, Leute, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für nochmal tolle Videos. Und dann würde ich mal sagen, let's start this video. Also, Leute, ich trage das Ganze gleich für euch auf. Zuallererst die Perfector Anti-Age Day Cream. Und zwar ist das eine Tagescreme, nachdem man sein Gesicht sauber gemacht hat und mein Gesicht ist sauber. Habe ich extra vorher sauber gemacht. Soll man die Creme auftragen. So, zu der Firma nochmal selber. Und zwar sind die Produkte alle hergestellt in Deutschland. Für die, die da auf sowas zum Beispiel achten. Und diese Tagescreme hat auch einen Lichtschutzfaktor 15 mit drin. Das heißt, ihr könnt den wirklich aufhauen. Und so, Leute, das ist erstmal jetzt die Verpackung. So sieht sie aus. Ich finde es richtig schön, dass sie darauf geachtet haben, dass man wirklich dieses Gold mit Weiß, dass man es auch bei der Verpackung wiederfindet. Es ist wirklich schlicht gehalten und ich weiß nicht, es fühlt sich auch total hochwertig an. In der Verpackung kriegt man, wie hier steht, 50 ml und man braucht echt wenig. Also ich habe gemerkt, die Tage, wie ich das benutzt habe, man braucht echt nicht viel. Hier ist noch so ein Deckel drauf gewesen. Da ist immer noch ein bisschen Creme drauf. Die werde ich jetzt hier mir abmachen. Das Ding ist, was ich gemerkt habe, auch mit dieser Creme, die spendet ein richtig Feuchtigkeit und das hat halt auch, wie es hier auch drauf steht, einen Anti-Aging-Effekt. Und ich bin ja auch schon etwas älter, Leute. Ihr wisst ja, ich brauche so eine Creme. Und die riecht so unnormal schön, ne? Oh, die riecht so richtig frisch und schön. Und schaut mal. Schaut mal, wie mein Gesicht strahlt. Wow, also. Ja, also und ich trage sie meistens so oder unter Make-up. Ihr wisst ja, man muss immer eine Creme unter Make-up tragen. So. So, als nächstes nutze ich den Perfector Illuminating Eye Cream. Augenserum ist das. Und das macht halt einfach, dass man, also ich habe sie nicht wirklich, seht ihr ja. Gerade wenn man, also wenn man darunter hardcore leidet, unter Tränensäcke nennt man die. Oder so komisch geschwollene Augen und sowas. Das soll helfen. Ich finde das gut. Und zwar hat das Serum einen 24-stündigen Feuchtigkeitseffekt. Also das Ganze soll 24 Stunden halten, Leute. Und so sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Es ist so ein bisschen gelblich da. Es ist so gelblich und ich habe da jetzt auch nur ein bisschen rausgepumpt. Und wenn ihr das drauf macht, massiert ihr das Ganze hier unter den Augen. So. Und dann nochmal auf den Augen drauf, weil das gibt auch nochmal einen richtig schönen Effekt. Und auch das, oh mein Gott, das riecht auch so schön. Also wenn ihr auf sowas achtet und ich bin so ein Mensch, klar ist es für manche Leute immer so, die mögen das, wenn die Dinge nach gar nichts riechen. Aber ich liebe es, wenn mein Gesicht einfach wunderbar und einfach Bombe riecht. So Leute, also mein Gesicht fühlt sich an, als wäre ich, würde ich so im Wasser. Als würde ich so abgetaucht sein. Also ich weiß nicht. Mein Gesicht fühlt sich so unnormal schön an. Deswegen hatte ich mich auch entschieden, auf jeden Fall euch das hier vorzustellen. Ja, Leute, und ich muss sagen, also ich liebe das. Vor dem Make-up das allerbeste. Jetzt werde ich das so auf jeden Fall nutzen, weil das ist so cool. Es fühlt sich so gut an.
Und genau, das ist halt für Leute mit geschwollenen Augen, mit Tränensäcken und all sowas. Also das Augenserum hat da sind 15 Milli drin. Das ist auch dermatologisch getestet. Für die, die Probleme haben mit irgendwelchen Cremes. Auch die Tagespflege ist dermatologisch getestet. Also kein Problem, Leute. Und ich muss sagen, also ich bin mega, mega glücklich, dass Vita Eyes mir das zugesendet hat, weil, oh mein Gott, ich liebe das Zeug. Und ihr wisst, Leute, nichts als die Wahrheit und nur die Wahrheit. Genau, ich liebe das Zeug und gerade das hier, Anti-Aging, natürlich, ich weiß ja, manche meiner Zuschauer sind minderjährig. Eher würde ich euch das nicht empfehlen für etwas so reifere Frauen, so wie ich leider, auch wenn ich für 24 oft geschätzt werde oder 22, was mich immer wieder freut. Das wäre was für euch. Es riecht einfach so angenehm, es riecht so gut und ich weiß nicht, ob man diese Veränderung, diesen Glow sehen kann. Ja, Leute, ich bedanke mich noch einmal bei Vita Yes für die Zusendung der Produkte. Ich freue mich mega darüber und ja. So, Leute, ich lasse euch natürlich alle Links unten da. Einmal die Webseite von Vita Yes, dann den Amazon-Link und auch die Instagram-Seite. Ja, die haben auch eine Instagram-Seite. Was los? Genau, ich lasse euch auf jeden Fall alles unten da, Leute. Und das war's dann auch schon, Leute, mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht unten, meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Tschüss!